Mein Name ist Thomas Off von Odyssey of the Mind Deutschland. Ich bin im Vorstand für den Jugendaustausch zuständig. Odyssey of the Mind ist ein internationaler Wettbewerb, der Teamarbeit, Kreativität, Kunst, Kultur, Technik, Musik und noch viel mehr miteinander verbindet und das alles in einen internationalen Wettbewerb und Jugendaustausch bringt. Am besten sehen wir den Jugendaustausch heute hier an der Shanghai University. Die Mannschaften vom Ernst-Haeckel-Gymnasium aus Werder und vom Leonardo da Vinci Campus aus Nauen treten heute hier auf. Und dabei treffen sie Mannschaften aus China und aus Korea, die ebenfalls ihre kreativen Aufgabenlösungen vorstellen. Odyssey of the Mind bietet die große Gelegenheit, Schülern Angebote zu machen, die der normale Lehrplan nicht bereitstellen kann. Unsere Schüler haben die Möglichkeit, auf kreative Weise Problemlösungen anzugehen, die natürlich mit ihrem Alltag zu tun haben. Darin liegt die große Stärke von Odyssey of the Mind und darum ist es auch wichtig, dass Schulen wie der Da Vinci Campus in Nauen den Schülern Räume zur Verfügung stellen, Möglichkeiten zur Verfügung stellen, um sich auszutesten und auch mit ihrer Kreativität an Grenzen zu gehen, die sie sonst selten erreichen. Hier ist es wichtig, dass die Schüler mit internationalen Herausforderungen konfrontiert werden, was gerade in unserer komplexer werdenden Welt von großer Wichtigkeit ist. Ich bin Julika Kamp von dem Leonardo da Vinci Campus und ich engagiere mich für das OM-Team des Campus, da ich gerne kreativ arbeite, gerade auch im Team und es sehr mag, international zum Beispiel auch aktiv zu sein und dann auch an Wettbewerben teilzunehmen. Ich habe an der Reise nach China teilgenommen und ja, dort haben wir sehr viele Sachen und Sehenswürdigkeiten gesehen, wie zum Beispiel die chinesische Mauer oder auch die verbotene Stadt in Peking. Und ich finde das alles sehr aufregend und schon ein krasser Unterschied. Wir haben dort miterlebt, dass Chinesen uns einfach so fotografiert haben, weil wir Europäer sind. Und das Beeindruckendste war der Wettbewerb in Shanghai, weil man dort echt sehen konnte, was der Unterschied zwischen unseren, also es waren ja die gleichen Aufgaben, aber wie die es umgesetzt haben und wie wir es umgesetzt haben, das war ein schon sehr großer Unterschied. Und deswegen können wir auch sehr viel davon lernen. Ich bin sehr gespannt, was mich noch erwartet bei den Aufgaben des OMs, als auch wie wir diese Aufgaben als Team zusammen lösen.